Ich kann mir gut vorstellen, dass das heutige Datum einmal genannt wird, wenn es darum geht, wie Deutschland Stück für Stück letztendlich auf dem Weg nach unten gekommen ist. Denn heute hat die Bundesregierung etwas gemacht, was vielleicht pragmatisch ist, aber hochproblematisch ist aus meiner Sicht im politischen Sinne. Denn man hat rückwirkend eine Notlage erklärt. Das ist eigentlich schon logisch ein richtiges Problem, rückwirkend eine Notlage zu erklären. Normal passiert etwas, dann merke ich, oh, das ist eine Notlage. Dann erkläre ich die Notlage, aber rückwirkend eine Notlage zu erklären, ist per se schon eigentlich totaler Unsinn. Da widerspricht auch dieser Schritt dem Geiste der Verfassung, dazu gleich mehr. Jedenfalls versuchte man offenkundig pragmatisch irgendwie die ganze Geschichte noch zu retten nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und hat dann eben erstmal die Schuldenbremse für das Jahr 2023 ausgesetzt. Etwas, was Christian Lindner noch im letzten Jahr im Handelsblatt als eigentlich verfassungswidrig bezeichnet hat. Und die Frage ist, wird sich da jemand finden, der dagegen klagt beim Verfassungsgericht und sagt, nein, das ist eigentlich nicht legitim, was hier passiert. Jetzt will Lindner morgen einen neuen Haushalt vorlegen und er hat dann eine kurze Ansprache gehalten in Absprache mit Bundeskanzler und Vizekanzler. Werde ich nächste Woche, nicht morgen, sondern nächste Woche einen Nachtragshaushalt vorlegen. Und dann wird alles auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage gestellt. Also man will die Schuldenbremse einhalten, durch die Aussetzung der Schuldenbremse eine rückwirkende Notlage erklären. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Robin Alexander hat, der ja sehr präsent ist als politischer Kommentator, als Journalist, hat gesagt, dass man diese Form der Kommunikation loben muss, denn Lindner hat den Kern der Sache, nämlich die Notlage, auch die Aussetzung der Schuldenbremse, völlig ungenannt gelassen. Viel Wortnebel. Das sichert Jobs im Politikjournalismus, die dann erstmal erklären müssen, was da eigentlich los ist. Aber hier heißt es im Grundgesetz, Zitat, im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, können Kreditobergrenzen überschritten werden. Haben wir jetzt eine Naturkatastrophe? Eher nicht. Haben wir eine außergewöhnliche Notsituation? Naja, die ist eher gewöhnlich in dieser Bundesregierung, hat man das Gefühl. Da steht nichts von politischer Misswirtschaft, sagte Daniel Stelter. Also es ist letztendlich, kann man eigentlich das so nicht rechtfertigen, rückwirkend eine Notlage zu erklären. Das ist per se, wie gesagt, schon schwierig. Und jetzt ist die Frage für mich, wie werden die Ratingagenturen darauf reagieren? Hier sehen wir mal die Rating-Einstufungen der drei großen Ratingagenturen, nämlich jene Länder, die die Bestnote haben. Standard & Poor's hat 11 davon, eines ist Deutschland. Fitch hat nur 9 Länder mit bestbonitärer Note. Moody's hat 12. Aber wenn wir uns mal den Vergleich anschauen, zum Beispiel Staatsschuldenquote, viele Parameter, die eigentlich bei Deutschland schon sehr eher am Rande sind dessen, was eigentlich noch einen AAA verdient oder eine Bestnote verdient. Bei den Amerikanern ist das auch der Fall, aber die sind jetzt nur noch bei Moody's mit der Bestnote versehen, wenngleich Ausblicke negativ, aber bei Deutschland, das viele Kennzahlen noch besser hat als die USA. Ist das schon im Vergleich etwa mit der Schweiz oder mit anderen Ländern deutlich schlechter? Also ist man schon tendenziell ohnehin ein Abstiegskandidat. Und das sagt auch hier Moritz Krämer, der viele Jahre für S&P gearbeitet hat, die bedeutendste Ratingagentur mit dem größten Marktanteil. Deutschland wird mittelfristig sein AAA-Rating verlieren. Die hohen Sozial- und Gesundheitskosten, sagt hier Wachstumsbeitrag null, sogar negativ. Wir haben praktisch von unserem Exportmodell gelebt, das jetzt in Frage gestellt ist. Wir müssen ein neues Wachstumsmodell finden bei gleichzeitig schrumpfender Erwerbsbevölkerung, also das demografische Problem. Dann das Problem China, dass wir haben diese Abhängigkeit von China und wenn China ein Problem hat oder China oder China oder wie auch immer, dann haben wir natürlich ein anderes Problem. Deswegen sagte er, ich bin mir sicher, dass sich die Ratingagenturen das ganz genau anschauen. Wir sollten uns darauf einstellen, dass Deutschland das AAA irgendwann verlieren wird. Und das, was da passiert, das sorgt nicht gerade für Vertrauen, wenn ich nachträglich eine Notlage erkläre. Hier sehen wir mal, und das ist schon sehr unvertrauenswürdig, wie ich finde,
finde, wir haben einen offiziellen Haushalt für 2023 und wir haben einen außerbilanziellen Haushalt, das sogenannte Sondervermögen. Allein der Begriff ist ja schon ein Euphemismus, eine Täuschung, die sozusagen darüber hinwegtäuschen soll, dass es sich hier um Schulden handelt. Und hier sehen wir, dass diese außerbilanzielle Position doppelt so groß ist wie der offizielle Haushalt. Das ist so, wie wenn Sie sich überlegen, die Aktie einer Firma zu kaufen, die praktisch außerhalb ihrer Bilanz das doppelte Volumen hat wie in ihrer offiziellen Bilanz. Da wäre ich sehr vorsichtig und skeptisch. Also das zeigt schon so ein bisschen, wie die Dinge hier aus dem Ruder gelaufen sind. Und Diego Fastnacht bringt es wieder mal auf den Punkt. Das ist faktisch das Ende der Schuldenbremse. Jeder weiß, dass diese Notlage nur aus politischer Misswirtschaft entstanden ist. Wenn nun einfach aus Willkür eine Notlage deklariert wird, dann unterminiert das das Vertrauen in den deutschen Staat weiter, auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik weiter. Wie ich denke, mittelfristig wird Deutschland als Schuldner aufgrund solcher Aktionen weniger attraktiv. Und bisher sind ja die Zinsen für deutsche Staatsschulden deutlich niedriger als etwa für französische oder italienische Schulden. Das könnte mittelfristig der Vergangenheit angehören. Schauen wir uns mal an, hier diese Renditen, also die Risikoprämien, wenn man so will, für Staatsanleihen, dann ist Deutschland bei der 10-Jährigen bei 2,61. Aber die Renditen sind heute auf die Aktion der Bundesregierung, nämlich diese faktische Aussetzung der Schuldenbremse für 2023, dann nochmal schnell nach oben gegangen. Also die Anleihenmärkte haben das noch mitgenommen. Wir haben UK mit 4,25%, Frankreich 3,18%, Italien 4,38%, Spanien 3,62% und so weiter und so fort. Also Deutschland ist da noch ein Land mit vergleichsweise geringem Risikoaufschlag oder einer geringen Rendite. Das könnte sich bald ändern, zumal ja auch die Wirtschaft sehr, sehr schwach ist. Wir haben heute die Einkaufsmanager-Indizes bekommen, die frischen aus dem November mit insgesamt 47,1, was den Gesamtindex betrifft. Services 48,7 und Manufacturing 42,3. Alles etwas besser als im Vormonat, vermeintlich besser, denn alles, was unter 50 ist, heißt ja, es geht weiter abwärts im Vergleich zum Vormonat. Also wenn ich hier 42 habe, dann ist das ein deutliches Schrumpfen nochmal zum Vormonat, auch wenn wir jetzt im letzten Monat im Oktober 41,2 hatten. Man kann also sagen, die Talfahrt der Wirtschaft geht weiter in Deutschland, aber die Geschwindigkeit dieser Talfahrt, die hat sich etwas verlangsamt. Das ist ja schon mal eine unfassbar tröstliche Botschaft. Und noch ist das Ganze hier ja relativ ruhig in Deutschland, liegt daran, dass die Arbeitslosenquote noch sehr, sehr gering ist. Aber hier sehen wir mal in diesem Einkaufsmanager-Index, der heute nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich und für die Eurozone veröffentlicht wurde, sehen wir mal die Komponente Employment und die geht sehr deutlich nach unten, also Beschäftigung. Und das wird das große Thema. Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann dürfte auch die Unruhe steigen. Auch die Eurozone ist sozusagen schrumpfend, wie wir hier heute aus den Zahlen gesehen haben. Und wir sehen vor allem, dass dieser Sektor, der bisher die Sache ja getragen hat, nachdem die Industrie in der Eurozone, auch in den USA, ohnehin schon in der Rezession ist, jetzt auch der Dienstleistungssektor mit Schwäche. Wir sind hier klar in der Rezession und das ist genau der entscheidende Punkt. Dienstleistung hat das Ganze nach oben gehalten. Jetzt passieren Dinge wie die Hoffnung, dass Wasserstoff als Backup für den volatilen erneuerbaren Strom herhalten kann, dass sich dieser Traum offenkundig verflüchtigt. Jetzt ist eine Anlage in Schleswig-Holstein in Heide, wird nicht gebaut, weil die Kosten zu hoch sind. Damit ist praktisch der grüne Wasserstoff oder diese Hoffnung auf grünen Wasserstoff weitgehend tot. Damit sozusagen die Hoffnung auf eine Brückentechnologie oder eine Paralleltechnologie, die es erlaubt, eben den erneuerbaren Wind und Strom irgendwie eine Konstanz entgegenzusetzen. Entweder wir haben ja zu viel Wind oder zu wenig, dann werden die Strompreise negativ. Wenn der Wind zu stark weht, dann müssen Windkraftbetreiber ihre Anlagen teilweise abschalten. Also das ist das große Problem mit Wind und Strom, auf die wir ja so viel Hoffnung setzen oder die Bundesregierung so viel Hoffnung setzt. Es ist mal da und dann meistens zu viel oder es ist nicht da. Und dann ist es halt zu wenig. Und irgendwann kommt vielleicht die Situation, die angeblich Margaret Thatcher mal beschrieben hat. Die hat gesagt, der EU-Sozialismus geht zu Ende, wenn den Deutschen das Geld ausgeht.
Nein, sie hat es in Wirklichkeit anders gesagt. Den sozialistischen Regierungen geht immer das Geld anderer Leute aus. Und genau das ist, glaube ich, das Problem. Wir haben jetzt so einen grünplanwirtschaftlichen Sozialismus, wenn man so will. St. Martin, ich hatte das schon mal kürzlich zitiert von Harald Schmidt, ein Witz. St. Martin war kein Linker, denn er hat ja den eigenen Mantel geteilt. Wir wissen, dass man seitens der Sozialisten gerne das Geld anderer Leute verteilt. Und so ist es nur konsequent, dass jetzt ein Antrag der Grünen jetzt bei dem anstehenden Parteitag sagt, also lasst uns doch das Wort Wohlstand mal streichen. Der Begriff sei altmodisch, richtig. Man ist ja eher sozusagen auf dem Weg der allgemeinen Verarmung, wenn man jetzt mal ein bisschen böse und polemisch ist. Da ist der Begriff Wohlstand natürlich nicht mehr passend. Wie gesagt, wir haben einen riesigen Kapitalstock in Deutschland, der aber letztendlich auf fossilen Energieträgern basierte. Jetzt will man den komplett gegen die Wand fahren. Dass das ohne Kollateralschäden auch in der Bevölkerung geht, im Wohlstand geht, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Man will einen neuen Kapitalstock aus Erneuerbaren aufbauen. Das dauert, das wird schwierig. Das haben diese Firmen versucht, wie Northvolt, wie ZF, wie Thyssen, Intel, Subventionen, Chipfabrik, TSMC und so weiter, wie sie alle heißen. Die bangen jetzt auch. Ja, was heißt denn das? Erstmal nach dem Urteil des Verfassungsgerichts. Und jetzt mit dieser Aufhebung der Schuldenbremse, kommt jetzt Kohle oder kommt Subvention oder kommt es eben nicht? Und irgendwann, wenn wir dann auf dem Weg sind in Richtung Türkei, dort ja eine massive Inflation. Dort leben auch die Konsumenten, vor allem weniger der Staat, über die eigenen Verhältnisse. Heute hat die türkische Nationalbank den Leitzins auf 40% erhöht. Hups, so kann es auch gehen. Dennoch, es hilft der Lira nicht, die ja praktisch in Relation, hier sehen wir den Chart, Dollar-Lira, praktisch im freien Fall ist, immer weiter abwertet. Das ist ein Drama ohne Ende. Können wir einen ähnlichen Weg vermeiden? Die Haushaltskrise könnte die Hälfte des deutschen Wirtschaftswachstums kosten, so Prognosen von Experten. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend an diesem US-Feiertag, wo natürlich die Börsen wieder ein echtes Trauerspiel waren, auch das wirklich nicht gerade ein Ruhmesblatt, dass die Europäer nicht in der Lage sind, einen eigenen Handel hinzukriegen. Aber immerhin habe ich noch einen interessanten Artikel zum DAX anzubieten. Der DAX ist nicht teuer. Wir haben uns bei Finanzmarktweb, mein Kollege hat sich da mal zwei Kennzahlen angeschaut und gesagt, boah, ist das günstig, vor allem in Relation zu den Amerikanern. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.